Wir bereiten gerade die nächste Reise vor nach Odessa. Die letzte Reise war im Dezember, da waren wir unter anderem in Kiew, Poltawa und Kharkiv. Und ich muss Ihnen sagen, es zerreißt mir jetzt das Herz, wenn ich jetzt wieder Bilder aus dieser Region treffe, wo wir waren, gerade auch im Osten in Kharkiv, wo wir gedacht haben, dass endlich Frieden herrscht, dass endlich nicht mehr bombardiert wird. Wir haben sehr viele zerstörte Schulen gesehen, zerstörte Universitäten, zerstörte Wohnhäuser, zivile Einrichtungen, die ganz bewusst bombardiert werden, wo ganz bewusst Menschen ermordet werden. Und wir haben mit dem Gouverneur und dem Bürgermeister gesprochen und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt die Truppen zurückgedrängt. Aber es wird wieder bombardiert, dort in Kiew und in anderen Regionen. Das ist Terror. Also es ist leider richtig. Putin ist Terrorist, das ist ein Terrorstaat. Und ich kann Ihnen nur versprechen, wir werden hier im österreichischen Nationalrat weiter sehr aktiv darauf aufmerksam machen.